Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier wieder hier. Und heute schauen wir uns mal die OCG Bandlist an für April. Vielleicht können wir dadurch ein paar Vermutungen anstellen, was bei uns betroffen sein wird. Also das wird jetzt keine sehr tiefe und genaue Analyse sein, weil ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was dort so gespielt wird, was es für Karten gibt und was für andere Karten gebannt, limitiert und semi-limitiert sind. Deswegen können wir dadurch nicht viel aussagen, wenn wir uns jetzt die Liste anschauen. Da stehen ja eher nur die Veränderungen drauf, also können wir dadurch einfach nur ein bisschen spekulieren, was bei uns vielleicht betroffen sein wird. Also dann haben wir verboten die Dragon Rulers, alle E-Dragons, Last Redox, Tempest und Tida. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist das wegen Dark Matter Dragon. Das Deck ist relativ stark bei denen dort. Und dann gibt es noch so einen neuen Red Eyes XYZ. Der braucht halt auch zwei Level 7er. Solange der Materialien hat, kann er nicht zerstört werden. Und solange er Materialien hat, verliert dein Gegner 500 Lebenspunkte für jede Karte und jeden Effekt, den er aktiviert. Und du kannst ein Material abhängen und ein Normal Red Eyes Monster aus deinem Grave Special. Also ziemlich starker Effekt, deswegen sind die Dragons gebannt. Dadurch, dass die Dragons halt alle gebannt sind, sind alle Babydrachen wieder unbannt, sogar unlimitiert. Klar, ohne die E-Dragons sind die halt total nutzlos. Was wir daraus für unsere Liste vielleicht ableiten können, ist, dass Dark Matter Dragon ziemlich stark ist und vielleicht sogar überpowered, wenn sie in Japan die Dragons so hart geschwächt haben. Und vielleicht haben sie aus ihrem Fehler gelernt und wollen verhindern, dass bei uns das Deck, der Drache und so weiter überhaupt erst so stark werden und machen vielleicht auch irgendwas mit den E-Dragons bei uns. Ansonsten haben wir noch bei den gebannten Karten Shadow Construct. Die war davor auf 1 bei denen, also schon längere Zeit auf 1. Und limitiert haben die auch noch El Shaddai Fusion. Dann habe ich ein bisschen weiter unten gesehen, vor zwei Listen haben die sogar Shadow Games auf 1 gesetzt. Also ist bei ihnen jetzt Construct gebannt, Shaddai Fusion auf 1, Shadow Games auf 1 und Winder war auf 1 und der wurde jetzt wieder auf 3 gesetzt. Also ziemlich starker Hass gegen Shaddai in Japan. Und was können wir davon ableiten für unsere Liste? Ich nehme mal an, wenn ein Deck so hart getroffen wird in Japan, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es halt überhaupt nicht bei uns getroffen wird. Obwohl es bei uns halt eigentlich nichts mehr kann, denke ich mal, wäre der Kontrast einfach zu stark, wenn in Japan es komplett zerstört wird und alles auf 1 oder sogar verboten ist und bei uns dann überhaupt nichts getroffen wird. Das wäre, glaube ich, zu stark der Unterschied. Deswegen habe ich eine starke Vermutung, dass Shadow irgendwie bei uns betroffen sein wird. Dann neu auf limitiert, also auf 1. Dark Magician of Chaos. Der hat halt einen neuen Effekt bekommen, also Aviator. Und er kann eigentlich noch fast das gleiche, nur die Zauberkarte kriegst du erst am Ende der Runde zurück auf die Hand. Was ihn halt ein bisschen langsamer macht und kann halt keine Kombos, keinen Loop mehr machen. Aber ansonsten Effekt eigentlich immer noch gleich. Also im Gegensatz zu den anderen Erratas wurde sein Effekt jetzt nicht so stark eingeschränkt, denke ich mal. Dann die anderen Karten, die erratet wurden, sind Temple of the Kings, ist jetzt auf 3 und Exchange of the Spirit ist auch auf 3. Also die sind jetzt nicht einfach alle auf 3 gegangen, sondern die sind in der letzten Liste schon zurück auf 1 gegangen und jetzt dann zurück auf 3. Also falls es bei uns reprinted wird in der Gold Series, dann wird es bei uns wahrscheinlich auch erstmal auf 1 gehen und dann auf 3, wenn die Karten nichts können. Dann zwei limitierte Karten, die recht interessant sind, sind Kugel Bandit und Mathematiker. Sind halt Allzweck-Universal-Karten, kann man vielen Decks als Engine benutzen. Macht Sinn und würde mich nicht überraschen, wenn die bei uns auch irgendwie betroffen werden oder zumindest auf 2 erstmal gesetzt werden oder sowas. Also wäre wahrscheinlich ziemlich überraschend gewesen, wenn das uns getroffen hätte. Deswegen jetzt nach der Liste aus Japan könnte man sich darauf gefasst machen. Dann weitere Limitierte haben sie eine Cross bisschen limitiert. Brionak auf 1 und Cycle auf 1. Aber dafür haben sie halt Manju zurück auf 2 gebracht und Senju zurück auf 3. Die waren auf der letzten Liste beide limitiert worden. Die wollten halt Necros schwächen, aber halt nur indirekt. Nicht die Necros-Karten an sich, sondern nur die Support-Karten. Was viele glauben, dass bei uns auch halt auch passieren wird. Und anscheinend war das halt nicht genug. Deswegen wurde jetzt auch noch Brionak und Cycle getroffen. Und bei den Japanern ist sogar Unico auf 1 sogar noch. Also Unico auf 1, Brionak auf 1 und Cycle auf 1. Ziemlich stark eingeschränkt. Und man kann eigentlich sicher davon ausgehen, dass die Necros-Karten irgendwie eingeschränkt werden. Die Frage ist halt nur, ob es diese Liste sein wird, weil das Deck gerade erst erschienen ist. Dann weiter auf 1 haben die gesetzt Sacrifice gegen Clifford. Auch recht interessant. Also bei uns glauben ja mehrere, dass Skilldrain limitiert wird, um Clifford zu schwächen. Aber Sacrifice ist auch ganz gut und Clifford ist jetzt nicht zu neu, um nicht von der Bandlist betroffen sein zu können. Und Search-Karten werden allgemein gerne eingeschränkt. Also themeninterne Search-Karten. Sacrifice könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es bei uns
getroffen wird. Dann die letzte limitierte Karte ist Emptiness. Beste Floodgate-Karte im Spiel. Von vielen gehasst und von vielen erwünscht, dass sie halt sogar verboten wird. Und auf 1 wird sie, denke ich mal, nicht so spielentscheidend sein. Hat genug Outs dagegen, 3 MST. Dann bei den Semi-Limitierten haben die sogar Scout getroffen. Das habe ich jetzt erst gesehen. Also eigentlich alle Top-Decks getroffen. Ich nehme mal an, jetzt, wenn Sacrifice und Scout in Japan getroffen werden, kann es durchaus sein, dass es eins von beiden oder irgendwas bei uns auch getroffen sein wird. Dann zwei eher nicht wichtige, nicht meta-wichtige Karten. Formel der Synchron auf 2. Der ist bei uns, glaube ich, schon länger auf 2 oder 3 sogar. Denke ich mal, ist nicht von Bedeutung. Und dann Zen Mighty von 0 auf 2, wenn ich das richtig sehe. So was ich bei uns mir auch wünsche, dass Zen Mighty zurückkommt. Winder braucht den unbedingt. Ich glaube nicht, dass er von 0 auf 2 bei uns geht, aber auf 1 könnte der schon gehen. Dann zu den unlimitierten Karten. Archer Christian. Ich weiß gerade nicht, ob der bei uns auch auf 3 ist oder auf 2. Dann Firefist Rooster. Firefist ist tot. Juckt, glaube ich, keinen. Dann Insektor Hornet. Ist ganz interessant. Der war davor auf 2 und jetzt wieder auf 3. Bei uns ist ja immer noch 1. Haben die wahrscheinlich gemerkt, dass auf 2 juckt keinen und dann wieder zurück auf 3. Also so wie sie es öfters mit den Themen-Deck internen Karten machen. Die limitiert waren erstmal oder verboten, erstmal auf 1, dann wieder auf 2, dann wieder auf 3, weil die merken, dass sie nicht mehr so stark sind. Dann Sinister Serpent auch wieder auf 3. Also was heißt wieder, die waren niemals auf 3, aber jetzt mit dem neuen Effekt ist sie auf 3. Sie wurde in der letzten Liste unbanned auf 1 und dann wie die anderen Temple of the Kings und Exchange of the Spirit total nutzlos und dann wieder zurück auf 3. Ansonsten ist vielleicht ganz interessant Shien auf 3. Ich weiß jetzt nicht, ob Portal bei ihnen gebannt ist. Wenn nicht, dann wäre es echt verrückt. Bei uns ist Shen auf 1, glaube ich. Ja. Aber dafür ist Portal gebannt, also könnte ich mir vorstellen, dass die bei uns auch irgendwas mit Shen machen. Ansonsten Big Guy, circa auf 3. Jetzt ohne die E-Dragons kann man machen. Ich glaube, Big Guy ist bei uns auf 1. Also solange es die E-Dragons bei uns noch gibt, denke ich mal, passiert auch nichts mit Big Guy, also bleibt er bei 1. Ansonsten die letzte Karte, Monster Gate, circa auf 3. Ist vielleicht ganz interessant für Infernoid. So, das war die OCG-Bandlist für April. War vielleicht ganz interessant zu sehen, was bei denen so passiert. Könnte vielleicht ein paar Hinweise darauf geben, was bei uns getroffen sein wird. Man muss halt immer bedenken, dass sie eigentlich ein Format weiter vor sind. Also immer ein Set, ein Format weiter als wir. Deswegen müsste man sich eigentlich die Liste von einem Format vorher anschauen. Da ist halt eigentlich nichts passiert, außer dass die ganzen Errata-Karten zurückgekommen sind und Necros ein bisschen geschwächt wurde, indirekt. Deswegen mal schauen, was bei uns passieren wird. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was bei uns gehittet wird. Ansonsten war's das, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Liken, subscriben, kommentieren, unsere anderen Videos abchecken und ciao.